Hallo? Hallo? Alles klar? Also, ich schon gedacht, ich bin disconnected. Geil. Und da kann man auch mega geile Shops bauen aus diesen ganzen Häusern da. Perfekt. Meisten klatschen sich halt so ein Viereck irgendwie oder so davor und daraus eine kerzengerade Straße zu den Grundstücken. Das haben sie dann natürlich ganz toll gemacht. Findet man halt auf sack vielen Servern. Und Ja, genau, aber die also kriegen trotzdem bei Kickstarter einen Haufen Geld, ne? Das ist ja auch so ein Witz. ja, keine Ahnung, ich muss noch ein paar mehr geile Render machen, wenn ich mal ein paar Häuser habe und die Spawninsel. Dann render ich mal die Spawninsel. Dann schauen sie alle blöd. Dann Cinematik zum Beispiel, ein bisschen bearbeiten und dann, ja, hier so sieht es halt auch wirklich aus, wenn du auf den Server rauflatscht. Nee, es gibt doch so geile Techniken, wie du einfach eine schöne Straße aufbauen kannst, die auf den Berg sich hochschlängelt. Mega easy eigentlich. Du erstellst dir zum Beispiel mit World Edit ein Brush, mischt ein paar Cobblestone, Stone, Mossy Cobblestone dazu und ein bisschen Dirt rein. Und dann pinselst du dir das auf die Karte da den Berg hoch. Das sieht halt mega geil aus. 5 Minuten mehr Aufwand, 100% mehr Immersion. Immersion, Leute. Das ist das Wort, das jeder verwendet. Alter, deutsche Immersion. Auch ein bisschen, keine Ahnung, ein paar Wände in deine Stadt reinzimmern oder Wegbegrenzung und lauter so Scheiß. Sieht halt mega geil aus. Man Ist natürlich alles Aufwand, weißt du, die meisten wollen sich halt nicht so eine Mühe machen. Obwohl es ja halt ihr eigener Server ist. Übrigens, ich habe schon Server nachgeguckt, ne, wegen Performance, wie viel die aushalten und so, ne. Ich hab bei Hetzner ein echt gutes Angebot gesehen. Also generell, weil bei Hetzner gibt es ja die Serverbörse, da gibt es ja diese Billig-Server quasi, in Anführungsstrichen, die halt schon ziemlich gut sind. Oder? Ja. Ja, genau. Und jetzt kommt der Witz. Bei Hetzner einen Server extra anlegen lassen. Also also dieser Dedicated Server, die man da auswählen kann, also nicht die von der Serverbörse, sondern die anderen, die kosten ja fast 50 € Setup-Gebühr oder so und kosten dann monatlich 40 € oder so. Aber da, Ja, reicht. ja, die 40 €, Alter, das hat 64 GB Arbeitsspeicher, ja, zwei SSDs drin und ein Intel 4960 oder so. Also das ist so eine gute Idee, oder? Die 7.700 Quad Core Skylake, oder? Die 40. Okay. Ja gut, Speicher brauchen wir halt nicht so viel. Also Ja, also ich warte dann noch oder ich schreibe Hetzner auch mal an, weil da kann man ja auch selbst sagen, ich brauche nur das oder das, und dann schlagen sie dir ein Angebot vor. Das mache ich morgen mal. so, top. Also vor allem, das ist halt echt billig. Also gut, ich weiß jetzt nicht, wie verlässlich das ist, aber dieser Eldercraft-Kerl hat gesagt, er zahlt für den Server 160 €. Ja. Und hat auch gesagt, wo er den mietet. Ja, bei diesem Game-Hosting-Ding für Minecraft, diese Mongos, die halt irgendwie allein schon für einen Server mit 10 Slots schon irgendwie 10 € verlangen oder so. Ja. Am besten
noch Nitrado. Ja, wahrscheinlich da, keine Ahnung. Also, wenn man nicht bei Hetzner ist, dann ist man kein Profi. Das ist schon klar. Die ganzen Krebskinder da. Ja, also ich bin hier bei Nitrado, weil Nitrado ist cool. Das ist nur das Erste, was bei der Google-Suche rauskam. Ist halt Leute. Extra meinen Eltern mit der Payday-Card meine Server mieten. Geil. Geld denn? Deutschen Taschengeld. Ja, er hat Deutsch gesagt. Deutsch. Deutsch. Jawohl. Jawohl. Deutsches Land. Geiles Land. Vor allem, ich finde diese Preise so geil. Windows Server 2016, Beata Center Edition. 155 Euro monatlich. Ja, nee, nice, genau. Was bei Nitrado oder was? Nee, bei Hetzner. Ach so. Ja, ich meine, also erstens die Windows-Lizenz, wenn du bei Hetzner einen Server kaufst, die kannst du ja selber cracken und dann da hochladen. Ich weiß, Ja, aber genau. trotzdem. Also wenn man jetzt theoretisch hardcore-performancemäßig nur den Server für Minecraft benutzen würde, Dann. würde man sich sogar Linux antun. Ja, stimmt. Ja, das macht sogar Sinn, das werden wir wahrscheinlich auch tun. Nee, ich habe kein Problem. Kann man ganz einfach mit Putty einfach Genau. SSH-Verbindung und kannst da deinen Server, hast eh deine Konsole. Ja, mehr brauchst du Ich nicht, weiß das noch, reicht was ja. ich gehabt in der 10. Klasse, da habe ich mich mega in Debian oder, ja, Debian war es, eingearbeitet. Da war es aber noch Debian 6 oder sowas. Ich habe es sogar zum Laufen gekommen, das war mega nice. Hey Katze, was willst du? Hey Katze, komm aus deinem Sack. Hey, gib deinen Bauch her, jetzt schlafe ich. Viel Knuddelmasse hat der Bauch von der Katze. Netflix verbraucht 30 Terabyte. Okay, kann man mal verbrauchen. Alles klar. Jedes weitere Terabyte 1,19 Euro. Ja, easy. Alter. 1 Terabyte, das muss doch erstmal verbrauchen. Ja, also ich hab mal ganz früher bei Hetzner die Grenze noch 10 Terabyte. Also die Grenze ist ja eh 20 Terabyte, ne? Also, Ja. 3, ach stimmt, ja, 30, genau. Verbraucht das erstmal, ne? Ich hatte einen Monat, hatte ich die 10 Terabyte Grenze überschritten mit dem Uploaden. Ja, da kann es auf jeden Fall sein, dass du an die Grenze kommst, aber mit einem Minecraft-Server und eventuell mit einem Teamspeak drauf laufen, doch nicht. Ja, stimmt, da muss schon ordentlich. Kann man sich eigentlich für Discord auch einen eigenen Server anlegen oder muss man den immer mieten von irgendwem? Nee, das ist, jeder kann einfach so einen Server anlegen, ist kein Ding. Kommt vielleicht kostenlos. So, ja, nice. Das ist nicht wie Teamspeak. Deswegen ist ja auch keiner mehr bei Teamspeak. Teamspeak muss ja erstmal eigenen Server kaufen oder irgend so einen Käse. Bei Discord einfach hier Account erstellen, machen. Früher bei Teamspeak war, früher gab es mega easy die Non-Profit-Lizenz. Und die Non-Profit-Lizenz war 512 Slots. Und irgendwann haben sie die dann mal alle gesperrt und das mega umständlich und schwierig gemacht, Non-Profit-Lizenzen zu bekommen, wo du dich dann anmelden musst und mit Webseite und mindestens 50 User im Monat. Alter, Krebs. Und du musstest eine Webseite nachweisen und auf der Webseite durftest du nicht mal einen Spendenlink haben. Naja. Leben im Mundus. Deutschland und Finnland beim Server spenden. Okay. Ja, wegen niedrigen Strompreisen wahrscheinlich Finnland. Ja, es gibt manche Leute, die kaufen sich das echt, um damit zu minen. Weil Strom zahlt ja Hetzner, du zahlst ja nur die Pauschale und das ist halt die Sache, wenn der Kurs nicht steigt, machst du Verlust. Wenn der Kurs steigt, machst du sogar Gewinn. Setup kostet 1 Cent im Monat mehr. Ja, das ist meistens so. Der Preis ist aber ordentlich, 1 Cent im Monat. Krass.
Ja, gut, dafür zahlst du halt monatlich deutlich weniger als bei anderen. Also deutlich. Ja, mein Gott, das muss man dann einmal blechen. Das ist sogar ein Klick-Installation sogar. Bester Mann, gib dem Mann eine Medaille.